Panoramabahnbaustelle geht es gut voran. Die längste Sportbahn Vorarlbergs entsteht und nach dem Setzen der Stützen ist nun die Anlieferung des Seils die nächste große Herausforderung. Auf dem Parkplatz der Zermangbahn wird sowohl bei der Zugmaschine als auch beim Sattelauflieger alles vorbereitet, damit das über 65 Tonnen schwere Seil bis auf 1950 Meter angeliefert werden kann. Den kompletten Transport vom niederösterreichischen St. Egid bis nach Schruns hat die Firma Spiegeltransporte aus Tirol übernommen, die sich auf solche Schwertransporte spezialisiert hat. Doch der schwierigste Teil steht den Männern von Chef Fredi Spiegel noch bevor. Hinauf aufs Hochjoch bis zur Stütze 4 der neuen Bahn. Nach einer kurzen Besprechung geht es los und es ist schon allein beeindruckend, wenn das Gespann durch das Dorf fährt. An der Kirche vorbei und hinauf Richtung Kapell. Eigentlich sollte die Strecke gesperrt sein, sicherheitshalber fährt dennoch ein Begleitfahrzeug voraus. Doch schon nach wenigen Metern kommt das erste Fahrzeug entgegen. Dieser LKW hat es nicht mehr rechtzeitig ins Tal geschafft, zum Glück ist die Ausweiche vorhanden, es geht sich knapp aus. Beim Fahrzeug mit der überdimensionalen Seilspule auf der Ladefläche handelt es sich um eine Iveco Trekker 8x6 Vierachs Schwerlast Zugmaschine mit einem Tiefbett Kesselbrücken Sattelauflieger. Der Motor verfügt über rund 700 PS und die sind hier auch nötig. Im Schritttempo bewegt sich das Ungetüm mit der schweren Last im Schlepptau den Berg hinauf. Während der Fahrer für die Zugmaschine zuständig ist, lenkt der Begleiter die Achsen des Aufliegers per Fernsteuerung. Über Funk sind die beiden miteinander verbunden und stimmen sich ab. Dazu ist allerdings eine gute Zusammenarbeit und viel Fingerspitzengefühl notwendig. Ein weiterer Einweiser zeigt die Distanz zur Umgebung an. Kaum ist die Zugmaschine ums Eck, geht es weiter, unaufhaltsam in Richtung Panoramabahn Baustelle. Bei den Mitarbeitern der Firma Spiegel handelt es sich um absolute Profis. Ganz egal, wie eng die Spitzkehre ist, alle bewahren die Ruhe und haben die nötige Geduld, bis das lange Gefährt die Kurve schafft. Jede Serpentine bedeutet Zeitverlust. Die Strecke ist nur für 4 Stunden gesperrt. Deshalb müssen Fredi Spiegel und seine Kollegen möglichst rasch um die Kurven kommen und dabei natürlich nichts beschädigen. Weder den LKW noch die Umgebung, geschweige denn die Fracht. Kaum ist die letzte Kehre geschafft, geht es bis zum Kropfen zügig weiter. Bisher war alles asphaltiert und breit genug. Doch ab sofort ist das Team auf einer unbefestigten Schotterstraße unterwegs, ein zusätzlicher Faktor, der die Aufgabe nicht gerade einfacher macht. Übrigens, das Seil für die 2374 Meter lange Einseilumlaufbahn mit 65 Gondeln wurde von der Firma Teufelberger hergestellt, ist 5,2 cm dick und 4830 Meter lang. Daher kommt auch das Gewicht von 48.000 Kilogramm, inklusive Spule dann 65 Tonnen Transportgewicht.
Die Crew von Spiegeltransporte muss immer wieder auf die Achslast achten, damit der Schotterweg und die Reifen nicht zu sehr belastet werden. Bei zu viel Druck könnte beispielsweise ein Reifen platzen oder sogar die Straße abrutschen. Nach 3 Stunden Fahrt ist endlich das Kapell erreicht. Hier gibt es die letzte Einsatzbesprechung. 2 kritische Punkte stehen jetzt noch bevor. Das steilste Stück und eine extrem enge Kehre. Hier wird einfach der sich bietende Platz vor dem Führerhaus genutzt und der LKW-Fahrer schiebt den Sattelzug bis zur nächsten Kehre rückwärts den Berg hoch. So einfach kann's auch gehen. Aufgrund der Erfahrung von Spiegeltransporte wird vor dem steilsten Stück ein weiterer LKW vor die Zugmaschine gespannt. Zusätzliche 500 Pferdestärken sollen den notwendigen Leistungsschub bringen. Einmal Schwung holen und mit vereinten Kräften sollte die letzte Steigung geschafft werden. Endlich oben. Das Seil für die Panoramabahn hat seinen Bestimmungsort erreicht. Nach der über 600 Kilometer langen Reise sind alle froh, am Ziel zu sein. Die Kehren sind eine große Herausforderung. Das ist ein Allradfahrzeug, sehr kurz, alle Achsen gelenkt, das ist klar. Und mal gutes Personal, vor allem, weil alles sehr grenzwertig ist, weil einfach kein Platz ist. Das ist jedes Mal eine Herausforderung. Bergwärts fahren wir viel. Darum haben wir ein extra Auto, ein kürzeres Auto wie andere Auto, wie andere haben. Und geht ganz gut so. Lieber im Berg als wie auf der Autobahn. Nein, auf der Autobahn ist 70. Bei den Brücken musst du halt auf 50 oder 30 oder auf 5, je nach was halt vorgeschrieben ist im Bescheid. Achslasten und Gesamtgewicht. Und vor allem die Länge vom Fahrzeug. Über Brücken die Länge vom Fahrzeug. Das Fahrzeug, wie es lang genug ist, dass das Gewicht verteilt wird. Was darf man da so generell für Achslast haben? 12 Tonnen in Österreich. Da auch haben wir jetzt die 12 ausgereizt. Also hast du eine Zeit gearbeitet, bis es versenkte gibt, bis daher hast du eine Weile Arbeit. Jetzt heißt es, nur mehr die 65 Tonnen Seil abladen. Dazu ist neben dem Spiegel-LKW mit Knickarmkran auch ein Mobilkran des Lustenauer Unternehmens Chefknecht Autokran zur Stütze 4 der längsten Sportbahn Vorarlbergs erforderlich. Links und rechts von der Spule wird das Gewicht eingehängt und zeitgleich angehoben, sodass die Zugmaschine mitsamt Sattelauflieger darunter wegfahren kann. Mission abgeschlossen. Das Seil wurde fristgerecht abgeliefert und kann demnächst von den Mitarbeitern der Silvretta Montafon montiert werden.